Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der SV Werder Bremen Trainerkarriere. Heute mit einer etwas anderen Folge als sonst. Ich werde die beiden Spiele gegen Leipzig und Gladbach komplett spielen. Euch dann am Ende die Highlights zeigen, wie wir das damals in der Florenz-Karriere gemacht haben, wo die Karriere jetzt nicht mehr hochgeladen wird. Und dann werde ich wahrscheinlich die restlichen drei Spiele gegen Augsburg, Mainz und Köln simulieren. Bayern wird dann in der nächsten Folge gepackt, je nachdem, wie zeitlich ich das hinbekomme hier in dieser Folge. Auf jeden Fall dann auch noch die Partie gegen Union Berlin, das dann allerdings in der nächsten Folge. Wir wollen jetzt erstmal auf jeden Fall gegen Leipzig die drei Punkte holen. Ich werde euch natürlich mitnehmen in die Startaufstellung, ganz klar, und euch dann am Ende die Highlights präsentieren. Wir werden mit, ich denke mal, Agu beginnen links, wobei Luis spielt auch eine sehr gute Rolle hier, muss ich offen und ehrlich zugeben. Auch Jung gefällt mir sehr gut, Borges Sanchez wird spielen, Ösi, Kral und Bittencourt natürlich rechts, Weißer, und vorne im Sturm beginnen wir mit Füllkrug. Genau, Pieper wird mitgenommen für Veljkovic. Und ich lasse auch mal Alvaro eine Hoffnung in diesem Spiel. Torres wird auch mal mitgenommen für Steak. Und dann werden wir auch mal mit Salifu planen. So gehen wir rein. Genau, Chiarodia muss leider passen, ne? Dafür darf Meier auch auf eine Einsatzzeit hoffen. Wir gehen rein. Leipzig mit Gulaschi, Mario, Rui, Halstenberg, Guardiol, Simakon in der Verteidigung. Das Mittelfeld, Schlager, Kampel, Haidara und Dembele, und vorne Silva mit Werner. Wir gehen rein in das nächste Spiel der Saison und sehen uns gleich am Ende dieser Partie. Und da ist der nächste Sieg in dieser noch jungen Rückrunde. Wir schlagen RB Leipzig mit 2:1 und gucken uns die Highlights hier jetzt in Ruhe an. Hier der Anstoß, dann die erste Chance gehört in 8 Minuten. Ousmane Dembélé, sehr guter Mann, den sich da die Leipziger geholt haben. In der 19. Minute dann die erste Möglichkeit auch für Mesut Özil hier, aber eine starke Parade von Peter Gulaschi. Dann in der Folge gab es das 1:0 Führungstor durch Niklas Füllkrug an den Pfosten noch. Aber der Ball dann ins Tor gefallen und wenige Minuten später die Vorlage von Bittencourt müsste es gewesen sein. Und Özil macht das 2:0, eine kleine Vorentscheidung. Hier in der 39. Minute dann wieder Mesut Özil, also die erste Halbzeit gehörte auf jeden Fall Werder hier. Aber auch dieser Ball ging nicht rein, auch hier Gulaschi, der hier eine höhere Niederlage vermied. Hier dann Weißer auch wieder mit der Aktion, aber auch Gulaschi in dieser Situation einfach hellwach und pariert jeden Schuss. In der 58. Minute dann eine gute Möglichkeit für Leipzig. Der erste kann noch Pavlenka parieren, den zweiten, da kommt er nicht rechtzeitig hin, der Ball fliegt in das Tor und plötzlich war hier alles wieder drin für Leipzig. In der 61. Minute und ich hatte es dann Leipzig beflügelt, dieses eine Tor. In der 62. Minute Ousmane Dembélé mit der nächsten Möglichkeit. In der 69. Minute kam dann Niklas Füllkrug wieder und hier aber deutlich neben den Kasten. Den hat er nicht so gut getroffen und von daher geht das hier in Ordnung. In der 85. Minute fast noch das 2:2, aber Gott sei Dank haben wir im Tor Pavlenka, der hier den Einschlag parierte. Und am Ende heißt es 2:1 gegen Leipzig. Wir werden natürlich weitermachen hier, gehen weiter zum nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, wollen es natürlich zu unserem Gunsten richten, aber ob es uns gelingt, das werden wir jetzt dann in der nächsten Partie sehen. Gegen Borussia Mönchengladbach gehen wir mal kurz rein. Leihangebot für Torres, das werde ich natürlich mal annehmen. Der soll natürlich zu Einsatzzeit kommen und
Anthony Jung, nimm es nicht zu schwer. Wir haben trotzdem gewonnen, sind daher auf Platz 8 weiterhin, können aber mit einem Sieg auf 31 Punkte herankommen und zumindest auf einen europäischen Platz kommen, sollte die Konkurrenz natürlich verlieren. Das nächste Spiel werden wir auch wieder wie hier in den Highlights präsentieren. Und ich würde sagen, wir spielen mit Agu, mit Jung wieder und der Rest passt zu Gladbach mit Omlin, Skelly, Takura, Elvedi und Kufal, Kramer, Weigel, Neuhaus, Hoffmann, Kone, das Mittelfeld und vorne Lozano. Let's go, ich bin dann wieder am Ende da. Auch dieses Spiel gewinnen wir hochverdient mit 3:1 und wir schauen uns natürlich die Highlights in der Übersicht an. Ein komfortabler Sieg, das bedeutet, wir haben wieder alle Möglichkeiten, uns für die internationalen Plätze zu qualifizieren. Aber da brauchen wir in den nächsten Spielen auch eine Bestleistung. Hier die Werder-Fans, die natürlich zufrieden sind im wunderschönen Borussia-Park, was eventuell unsere Heimspielstätte in EAFC 24 dann werden könnte. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall zählt jetzt nur die Gegenwart und in der Gegenwart sind wir bei Werder Bremen und haben Borussia Mönchengladbach mit 3:1 geschlagen. Augsburg gewinnt gegen Schalke 1:0. Sehr schön, wir gucken in die Tabelle. Wir sind auf Platz 5 und jetzt wartet der FC Augsburg als nächstes. Leihangebot für Torres von Central Córdoba. Das werde ich annehmen. Kurze Laufzeit. Da kann er natürlich noch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Der Deadline, der jetzt erst einmal. Und dann gehen wir in die entscheidenden Spiele gegen Augsburg, wo man gewinnen muss, ganz klar gegen Köln. Und hier kommt ein Abgang. Es ist Torres, der uns nach Córdoba verlässt. Das müsste rein theoretisch Kolumbien sein. Transferangebot für Ducksch von Köln. Und ich muss wirklich sagen, ich bin bereit, Ducksch abzugeben, weil er kommt nicht so häufig zum Zug hier in dieser Karriere. Natürlich ein Schlüsselspieler hier, aber Füllkrug haben wir da vorne, dann haben wir auch noch. Wenn wir mal kurz reingucken, da haben wir natürlich auch noch sehr viele andere Kandidaten in der Mannschaft, nämlich Alvaro und Cavallini sowie Meier. Also ich denke, Ducksch, wenn wir mal reinschauen, Ducksch ist nur zu 8 Einsätzen gekommen in 20 Spielen oder 19 Spielen. Das ist viel zu wenig, das ist mager. Er ist ein Spieler, der braucht Spielpraxis und deswegen würde ich sogar sagen, wenn wir mit den Jungs aus Köln verhandeln und ich möchte allerdings schon sehr viel Geld für ihn haben. Wir bieten 8 Millionen. 4,5. 8 Millionen, mehr nicht. Was macht Steffen Baumgart? Ne, nicht 108, niemals. 8 Millionen. 4,50, lehnen wir das Angebot ab. Bin ich bereit, ihn für so wenig Kohle abzugeben, weil er ist dann doch einer unserer eher wichtigeren Spieler, der allerdings nicht so häufig zum Zug gekommen ist in dieser Karriere. Vielleicht darf er gegen den FCA spielen. Mal gucken. Ne? Transferangebot für Jiri Pavlenka werde ich direkt ablehnen. Ganz klar, er wird nicht verkauft. Maximilian Wittek wechselt zu FCA. Interessante Deals, was hier über die Bühne geht. Was sie über die Bühne gehen, natürlich. Es gibt ein Transferangebot für Mbom von KA Gent und ich werde es natürlich ablehnen. Mbom, einer unserer Schlüsselspieler hier am Deadline Day. 3 Stunden noch hier. Transferangebot für Romano Schmidt von Rayo Vallecano, ich werde es ablehnen. Auch er ist einer unserer wichtigeren Spieler. Hier haben wir noch Spieler auf der Wunschliste, die wir uns allesamt dann in der nächsten Saison anschauen werden. Hier im
Wintertransfer werde ich keinen Spieler mehr holen. Wir haben uns mit Buchanan verstärkt, aber sonst keine Spieler mehr hier geholt. Genau. Transferangebot für Backhaus, das nehme ich gerne an. Es gibt ein monatliches Scouting-Update. Orozco werden wir mal holen, aber der Rest ist natürlich uninteressant. Gehen wir nun rein zum Spiel gegen den FCA. Wir sind auf Platz 5 weiterhin. Sehr schön. Werde natürlich am Team was machen. Duckstaff beginnen. Links Borge Sanchez, dann Jung. Rechts beginnt mal Buchanan und Steak sowie Bittencourt. Rein geht es in das Match gegen den FCA. Eine Schnellsimulation. Und es gibt einen 3:1 Sieg durch die Tore von Borge Sanchez, Kral und nochmal Kral. Also zwei Tore hat Kral geschossen. Sehr schön. Das freut mich natürlich zu lesen. Zwei Nachrichten. Füllkrug gehört weiter zum Team. Aus meiner Sicht machst du das gut, Leonardo Bittencourt. Hervorragend. Mio Backhaus verlässt uns im Sommer Richtung Danzig. Für 560.000. Und genau. Sehr schön. Dann werden wir nun gegen Mainz spielen und wir sind auf Platz 4. Sehr schön. Gehen wir rein zum Spiel gegen Mainz. Und auch hier werde ich, denke ich, mit Duck spielen. Links mit Borges Sanchez. Dann rechts mit Agu. Ese und der Rest passt so. Gehen wir rein gegen Mainz. Und auch hier wird es ein 2:1 Sieg durch Schmid und Weißer. Iheanacho trifft für Mainz. Also wir machen riesig Schritte. 37 Punkte nun. Tabellenführer ist Dortmund. Wir haben 37 Punkte. Der Klassenerhalt ist somit fix. Ich denke, hier wird nichts mehr passieren. Wir können nicht mehr absteigen. Natürlich ist das Ziel Klassenerhalt. Wir reden noch nicht von Europa hier. Das ist klar. Deshalb wird Pieper nochmal spielen. Buchanan, Borges Sanchez, auch hier Bittencourt und Buchanan. Genau, und vorne wieder Duxch. Gehen wir in das nächste Heimspiel gegen Köln. Und hier gewinnen wir knapp mit 4:3. Duxch trifft, Sanchez trifft und nochmal Sanchez. Also zwei Tore Duxch. Zwei Tore Sanchez, Schiri, Adamian und Oscar treffen für Köln. 4:3. Oscar bei Köln. Welcher Oscar ist es denn? Ja, das ist eher uninteressant. Hallo Boss, ja, aus meiner Sicht machst du das gut, genau. Und wir bleiben wirklich im Geschäft um die Champions League. Jetzt kommt der FC Bayern München und dort werde ich es komplett spielen. Genau, euch dann wieder am Ende die Highlights zeigen. Gehen wir rein, das Trikot werden wir anpassen. Wir werden, obwohl doch in den grünen Trikots spielen, Bayern wird in den schwarzen Trikots spielen. Dann werden wir trotzdem in den weißen Trikots, zum Beispiel in den pinken Trikots spielen. Bayern in schwarz, genau. Okay, wir gehen natürlich zum Team und wir spielen mit Duxch. Junge, Friedel. Chiarodia bekommt mal Einsatzzeit und Agu, Weiser, Bittencourt und vorne beginnt Duxch wieder. Mitnehmen werde ich Meier anstelle von Füllkrug und Ese anstelle von Steck. Gehen wir rein in das Spiel gegen die Münchner. Die Bayern spielen mit Neuer, Upamecano, De Ligt und Blind. Das Mittelfeld Davis, Müller, Kimmich, Musial und Coman und vorne Immobile und Martial. Gehen wir zu den Highlights. Was für ein Sieg, aber was für eine Leistung von Bayern. Sehr viele Fehlpässe. Wir waren zwischenzeitlich mit 1:0 im Rückstand, aber was für Fehlpässe die Bayern teilweise gespielt haben. Das war nicht der FC Bayern, den wir kennen. Deswegen
gewinnen wir auch hier diese Partien, haben die Chancen genutzt. Und wir gucken uns natürlich die Tore an. Musiala in der 42. Minute mit der Führung. Ja, das war viel zu einfach gespielt. Und das 1:0 für den FC Bayern München hier. Eieieiei. Das schaut nicht so gut aus. Das hat hier nicht gut ausgesehen. Dann Mesut Özil durch diesen Fehler. Guckt euch mal an. Achtet auf Özil. Da. Nutzte die Chance direkt. Und damit habe ich das gemeint. Der FC Bayern war dann seit dem 1:0 nicht mehr so richtig im Spiel. Wir haben unsere Chancen genutzt und verdient hier gewonnen. Dann wenige Minuten später hier ein Sweaty Goal, das 2:1 durch Leandro Borja Sanchez, die Leihgabe aus München-Gladbach, der auch schon gegen Gladbach getroffen hat, hier wieder. Also bei ihm werden wir die Kaufoption auf jeden Fall ziehen. Das ist keine Frage. Genau, das 3:1 wieder durch Leandro Borja Sanchez, wieder Sweaty Goal. Die Latte hat zwar ein wenig mitgeholfen. Hier kann man das bisschen besser sehen. Genau, hier das 3:1. Der Ball prallt an die Latte und von dort aus ins Tor. Und dann noch ein Elfmeter. Ciro Immobile schießt ihn ins Eck. Pavlenka hechtet sich in die andere Ecke. Am Ende heißt es 3:2 für den SV Werder Bremen. Wichtiger Sieg. Somit haben wir den Klassenerhalt auf jeden Fall geknackt. 40 Punkte ausgerechnet gegen den FC Bayern München geholt. Und wir sind somit weiterhin auf Platz 4, die Bayern. Wir haben tatsächlich gegen den Tabellenführer gewonnen. Und können somit gegen Union diese Form beibehalten. Entwicklungsplan von Vejkovic. Okay. Gucken wir uns den mal an. Ja, im Verein seit 2016. Hat eine 75 nun. Hervorragend. Spielzeit von Restes. Ich weiß. Und ich würde sogar fast sagen, ne, dass wir ihn natürlich gegen Union spielen lassen wollen. Aber das ist ein wichtiges Spiel. Es ist halt blöd gelaufen hier für ihn. Vielleicht darf er dann in den nächsten Spielen agieren. Aber gegen Union muss sich die Top 11 spielen lassen. Vorne wieder Duxch. Ansonsten passt die Elf soweit. Gehen wir rein in die Schnellsimulation. Wir spielen unentschieden. Immerhin holen wir einen Punkt gegen Union 1:1. Das unterschreiben wir jetzt einfach mal so. Nächstes Spiel ist gegen Schalke, bereits im März, monatliches Jugendbericht. Orozco hat eine 52, okay. Trainerauszeichnung erhalten. Gucken wir hier, Hugo Pineda. Pineda meine ich. Wenn wir mal verpflichten, drin ist, werden wir ablehnen. Die sind nicht so gut. Sperre ist abgelaufen bei Chiarodia. Da hat sich die rote Karte geholt in der letzten Minute beim Elfmeter in München. Jetzt gilt es gegen Schalke weiterhin oben dran zu bleiben, wenn es heißt Champions League Plätze. Wir haben jetzt 44 Punkte. Gegen Schalke holen wir uns bitte die nächsten Punkte mit der Top 11. Wieder mit Young. Hier lassen wir wieder Italiano eine Möglichkeit. Dann werde ich mit Buchanan spielen, Weißer natürlich. Und vorne im Sturm wieder mit Duxch, der hier jetzt deutlich in der Rückrunde an Spielzeit gewinnt. Und hier spielen wir auch unentschieden, ne? Özil trifft, Aydin treffen, 1:1. Aber trotzdem, es ist alles möglich hier in dieser Karriere. Gegen Hoffenheim, die sind auf 30 Punkte, okay. Gucken wir uns mal die nächsten Spiele mal an. Wir treffen auf Hoffenheim, dann Leverkusen, okay. Dann kommt der April und der Mai. Okay, ich würde sagen, dass wir diese Spiele hier gegen Hoffenheim simulieren werden. Ne? Gehen wir rein, wir holen eine Niederlage, okay. Dann springen wir noch zum Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Ne? Und werden die Folge dann beenden. Ne? Wir haben drei neue Nachrichten. Ne?
Für das Nationalteam sind natürlich Spiele abgestellt, das interessiert mich eher weniger. Natürlich freue ich mich, dass Spiele abgestellt sind. Wir sind auf Platz 5 gerutscht und deshalb müssen wir gegen Leverkusen punkten. Ich würde sagen, das werden wir auch angehen hier in dieser Folge. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Die sind ein direkter Konkurrent. Tun wir das schnell simulieren. Oh, und wir gehen unter. Mit 5 zu 1 verlieren wir gegen Leverkusen. Oha. Eieiei, wir sind jetzt auf Platz 6 wieder abgerutscht. Gegen Frankfurt müssen wir auf jeden Fall dann gewinnen in der nächsten Folge. Oha, 5-1 gehen wir unter. Kann man nichts machen, ist so. Pineda hat eine 54, okay. Jugendscout-Bericht ist verfügbar. Da sind aber nicht die Spieler dabei, die ich wirklich suche. So. Sollen wir gegen Frankfurt noch spielen oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind auf Platz 6. Sehr gut, haben natürlich die Bayern geschlagen. Müssen gegen Frankfurt gewinnen. Natürlich ist jetzt das Ziel internationale Bühne erreichen nach dem frühzeitigen Klassenerhalt. Wie gesagt, in der nächsten Folge dann die Spiele gegen Frankfurt, Hertha, Stuttgart, Bochum und Dortmund. Ich würde sagen, vielleicht auch noch Freiburg. Und dann würde ich sagen, dass wir die Partie gegen Frankfurt spielen werden. Die Partie gegen Hertha und Stuttgart, Bochum simulieren, Dortmund spielen. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.